Das ist dieses Eat the Frog First. Das ja, habe ich mal in irgendeinem genau. Podcast vor kurzem, dass man die blöden Sachen, irgendwie Telefonate, die soll ja. man halt irgendwie morgens machen. Folge ungeschminkt. Heute mit Caro. Hi, ich freue mich, dass ich da ja, sein was, darf. Will ich erzählen? Was machst du eigentlich? Ich mache so. Ganz viel. Also ich habe eigentlich angefangen mit DIY. Also ich bin DIY-Blogger und jetzt auch YouTuber. Genau, und vielleicht erkennt man es ja schon so ein bisschen an meinem Outfit. Also ich liebe Pink und bei mir dreht sich alles um Einhörner und Regenbögen yeah. und Glitzer, aber nebenbei verkaufe ich auch noch Online-Kurse. Also ich mache quasi so meinen DIY-Blog und dann habe ich eben noch Online-Kurse und mit dem DIY-Blog teste ich so die Strategien und genau, die zeige ich dann meinen Zuschauern, meiner Community in den Online-Kursen. Ach, da musst du echt viele Dinge auch gleichzeitig Mega, machen. Mega, ja. Das passt auch ganz gut zum heutigen Thema und zwar geht es um Multitasking und du musst ja in deinem Job wahrscheinlich super krass Multitasking ja, voll. Betreiben. Genau, wie organisierst du dich? Also wie organisiere ich mich? Also ich glaube, so das größte Ding oder was ich auch den Zuschauern so mit auf den Weg geben kann als ganz großer Tipp ist, dass man, besonders wenn man so verschiedene Sachen macht, wie ich sie mache, also dass ich halt einen Tag dieses Einhornmädchen bin, sage ich jetzt fast schon, und den anderen Tag eben super seriös ist, dass ich das wirklich auch versuche zu trennen. Also dass man halt versucht, das so in Personalities irgendwie zu trennen. Stimmt. Das ist so, ich weiß nicht, du machst ja auch total viel so nebenher, dass du ja auch so ein bisschen in die Politikrichtung gehst, habe ich auch voll gesehen. Ja. Das ist wahrscheinlich ähnlich. Genau, also ich finde es auch immer cool, wenn man so ein bisschen seinen Tag sich halt so strukturiert und echt mal unterteilt. Also es gibt auch so Sachen, ich finde gerade, wenn man so kreativ arbeitet, dann braucht man auch so ein bisschen seinen Freiraum. Voll. Und deswegen mache ich immer alles, was so ein bisschen ernster und wichtiger ist, morgens das, oder abends. Ja, das wollte ich auch noch. Das ist dieses Eat the Frog First. Das ja, habe ich mal in genau. irgendeinem Podcast vor kurzem, dass man die blöden Sachen, irgendwie Telefonate, die soll man halt irgendwie morgens machen. Ach, krass, auch. Echt? Ja. Und deswegen ist halt Zeitmanagement, glaube ich, eines der wichtigsten Dinge beim Multitasken, dass man halt dann auch so sich Prioritäten setzt, dass man auch erstmal schaut, wie viel Zeit brauche ich überhaupt für verschiedene Dinge und ich glaube, das braucht dann auch erstmal ein bisschen, bis man das gefunden hat. Und dass man sich versucht irgendwie, wie gesagt, die Zeit so aufzuteilen, wie du es machst, dass man dann einen Tag sich auf die eine Sache konzentriert und an der anderen Hälfte des Tages auf die andere Sache. Ich finde es nämlich zum Beispiel voll schwierig, wenn ich mich auf etwas konzentrieren möchte und ich so rausgerissen werde. Mega, ja. Dann dauert das voll lange wieder, um wieder reinzukommen. Ja. Das frustriert einen immer so ein bisschen, weil man so nicht vorankommt. Ja. Also Multitasking ist, glaube ich, echt ein sehr komplexes, riesiges Mega. Ding. Ja. Hast du noch eine Idee, wie man das so ein bisschen runterbrechen kann? Gerade so für die Zuschauer, was so deine so Top-Tipps wären, um gut alle Dinge zu erledigen, damit man halt wirklich auch seine Träume verwirklichen kann. Also ich glaube, so ein Tipp, der mir echt richtig viel geholfen hat, ist, dass man sich quasi Ziele setzt. Also dass man quasi sagt, was möchte ich wann erreichen? Also ich wünsche mir das für mein Leben und das ist dieses Ziel, wo ich hin will. Also zum Beispiel mein Ziel ist halt Freiheit allgemein, also dass ich so mein eigener Chef sein kann. Und das ist halt dieses, oder auch immer, wenn ich so ein Motivationsloch habe, dann habe ich halt immer dieses Ziel, dass ich mir sage, okay, da möchte ich halt hin, da sehe ich mich mit 30 oder mit 40. Genau, also ein Tipp halt diese großen Ziele einfach und die großen Ziele dann aber auch wieder in so kleine so runterbrechen, Ziele. Ne? Genau. Ich finde es halt auch wichtig, dass man nur so viele Projekte annimmt, wie man auch es schafft. Ja. Weil ganz ehrlich, wenn man zu viele Sachen halt auf einmal hat, dann ist man ja in jedem Punkt irgendwie schlecht. Weil bei mir war es zum Beispiel so, ich habe ein duales Studium gemacht, also Arbeiten, Uni und YouTube. Und ich war in allem irgendwie so mittelmäßig. Und es macht einen auch so unzufrieden, weil man möchte ja irgendwo dann doch glänzen, weil man ja alles schaffen möchte. Ja. Und da finde ich es auf jeden Fall wichtig, dass man nicht zu viel auf sich aufnimmt, sonst wird man eh nur unzufrieden. Ja. So, jetzt haben wir so viel über Multitasking geredet. Jetzt wollen wir mal von euch wissen, wie ihr zu dem Ganzen steht. Macht ihr auch immer ganz viele Dinge zur gleichen Zeit oder doch lieber nacheinander? Ja, dann vielen, vielen Dank, Caro, dass du heute da warst. Danke, dass ich da sein durfte. Ihren Kanal findet ihr auch nochmal in der Infobox verlinkt. Und ihr könnt jetzt auch gleich multitasken und dann nochmal die Glocke aktivieren und dem Video einen Daumen nach oben geben. Genau, dann verpasst ihr hier nichts mehr. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.